klar. Hallo und willkommen zurück zu Joe und Mac. Mit mir dabei natürlich wieder John McLeod. Ja, hallo. Da sind wir wieder. Wir haben nachgespielt und es ging relativ schnell, muss man sagen. Da können wir ja sogar was Neues zeigen. Wir haben ja einen Schlüssel gehabt. Wir haben ja zuerst links den Bonusraum gemacht. Würde ich sagen, machen wir euch den heute mal. Ja, genau. Dann hat es noch ein bisschen gelohnt. So. Schauen wir mal. Okay. Achso, man durfte nur eins. Oh. Okay. Okay, das war ein Glücksspiel. Das war einmal ein Leben, jetzt haben wir beide wieder zwei Leben. Okay, sehr gut. Okay, das Level des Grauens, das Eislevel. Hoffentlich das einzige, wo man rutscht. Ich hoffe auch. Es gibt doch nichts Schlimmeres, ey. Wir haben übrigens rausgefunden, dass man die Waffen wechseln kann. Also du hast es rausgefunden. Ja, bei der Aufnahme ist mir halt aufgefallen, dass wir unten so eine Leiste haben mit verschiedenen Waffen. Habe ich gedacht, mal rumprobieren. Also da kann man doch bestimmt die Waffen wechseln. Ja, ist bestimmt auch sinnvoll zum Teil, weil wir mutmaßen, dass gewisse Gegner, vor allem Bosse, halt auch direkte Schwächen haben und deswegen... Unter anderem zum Beispiel hat die Pflanze mit dem Feuer jedes Mal einen Balken Schaden gekriegt. Und das auf normal, obwohl da normalerweise die Gegner viel weniger Schaden kriegen. Genau. Na. Mit dem blöden Gerutsch ist es aber auch gar nicht so einfach, da dann hochzukommen. Ja. Na. Ah, sehr schön. Sehr schön. Es reicht ja, wenn du rum bist. Ein Herz für das dicke Stück Fleisch. Ein halbes sogar nur. Oh Gott, diese Stachel, ne? Oh. Auf das Item verzichten wir, würde ich sagen. Ah, ich sitze auf dem Stachel. Oh Mann. Na gut, wir nehmen das Item doch mit. Ja, ich wäre auch lieber hochgegangen eigentlich. Aber ich habe auf dich geguckt und dann saß ich auf dem Stachel, wie blöd. Nein! Oh Gott, oh Gott. Invisibility Frames. Ey, den Rex haben wir auch gut ausgetrickst diesmal. Da kommt nochmal. Oh shit. Ich guck mir das mal als Geist an, was du da so machst. Ja, sehr gut. Fliegt der denn so komisch rum? Okay, jetzt ist er tot. Oh, gut. Aua. Feuer. Ja, Moment. Okay. Ha, geschafft. Also das Feuer macht bis jetzt von den Waffen am meisten Schaden, ist aber auch die langsamste. Ja. Aua. Was ich aber auch ganz toll finde, sind die Räder. Oh, shit. Die rollen ja so richtig schön auf die Gegner zu. Ich dachte mir schon, aber ein Leben noch. Diesmal bitte. Gut, du bist auf. Au. Gut, das haben wir beide drauf. Ich hasse dieses Level. Ich auch. Das ist ein sehr unfreundliches Level. Ja, nein. Nee, das Ei hole ich mir nicht. Obwohl, das könnte, komm, das könnte das Bonus-Ei sein. Ach so. Das ist gemein. Shit. Das ist richtig gemein, das Ei. Das war das Rad. Die Räder sind super. Also. Ja, aber das war das Leben nicht wert. Nee, das nicht, das stimmt. Apropos, da oben ist eins. Wir haben noch den Boss jetzt. Haben wir den schon gesehen, das letzte Mal? Moment mal, vielleicht kann man sogar... Guck mal, ob du auf die Räder draufspringen kannst, vielleicht. Auf das Rad? Nee, okay, das klappt nicht, schade. Das wäre jetzt auch noch nett gewesen, wenn so eine Mechanik noch drin gewesen wäre. Beim Boss war ich ja letztes Mal alleine gewesen, ohne Leben. Ah, okay. Vielleicht schafft man es ja diesmal eher. Auf das wir dieses Level nicht mehr brauchen. Ist eigentlich egal, wo man den trifft, oder? Ja. Der wird übrigens eine Schwachstelle haben. Autsch. Du hast noch ein Leben? Ja. Ja. Eigentlich macht das Mammut nichts außer hin und her rennen. Hat der viel Leben, ey. Boah, der kriegt auch von dem Feuer kaum Schaden. Du hast eigentlich so abartig viele Punkte gesammelt. Ich werde niemals ein Mädel abkriegen. Oh, der Stoßzahn ist schon kaputt. Vielleicht kriegt er jetzt mehr Schaden. Ich hoffe es. Aber irgendwie treffen wir ihn gerade gar nicht, oder? Okay. Ich will eigentlich nicht näher ran. Ich habe nur ein halbes Herz. Aber... Ich habe auch nur 3 Herzen, deswegen. Was ist los mit dem? Ah, doch jetzt. Oh, das arme Tier! Oh, ist das bitter! Oh, shit, jetzt wieder. Oh, oh. Fest.
Oh nein. Manni, das mürrische Mammut. Aber sowas von mürrisch. Oh. Oh Gott, haben wir's? Ja, wir haben's. Aber im letzten. Oh mein Gott. Oh. Oh. Ja, die Frau hast du dir verdient jetzt. Oh, ist das knapp gewesen, ey. Oh, heftig. Also, die hat mir schon leid getan, das sah brutal aus. Oh, warte mal, bevor wir wieder failen. Genau, wir werden jetzt immer nach dem Level safe staten, weil ich habe schon gehört, die Levels sollen richtig fies werden. Und Moment, ich guck mal kurz, welche Taste das ist bei mir. Mhm. Weil das ist mir ehrlich gesagt dann ein bisschen lieber. Ja, oder? Bevor wir wieder nachspielen müssen, hauen wir da lieber ein Safe State rein. Ja. Safe State. Safe 2, okay. Perfekt. Dann machen wir das nämlich schön mit F2, dann haben wir nicht immer das Bild dazwischen. Mhm. Gut. Okay. Funktioniert. Ja, genau. Ich bin ja noch nicht da, also viel Spaß. Ja, das sollte nicht lange dauern. Oh, das Level sieht auch cool designt aus. Ja. Die Musik ist auch immer toll. Oh, die Räder sind jetzt ja richtig gut. Ja, gerade in dem Level stimmt. Lässt einfach mal rollen. Man rennt ja sogar mit den Herzen weiter, die man davor hatte. Oh, ist das bitter. Das ist echt böse. Das ist so ein richtiges Rock'n'Roll-Level hier. Oh ja. Hat sich mit der Waffe auch perfekt eingestimmt hier. Nein! Dieser dumme Neandertaler. Okay. Okay. Das war aber jetzt echt heftig, ey. Mit neuem Herz. Wie wir das Mammut fertig gemacht haben, das war super. Aber der hat ja irgendwie überhaupt keinen Schaden gekriegt am Anfang. Ist das dann eigentlich schon das Ende der Map? Weil dann kann man ja recht schon das Ende sehen, theoretisch. Na, wer weiß, ob da noch was kommt. Ah, ich hab keine Ahnung, also ich hab's nie durchgespielt. Ich leider auch nicht. Weil zu damaliger Zeit gab's natürlich keine Safe-States, dementsprechend. Aber gut, bei dem Spiel hat man ja den Vorteil, dass man immer weiterspielen darf. Mhm. Man hat ja unendlich Continues. Gut, ich bin nicht so weit hier gesprungen. Ich wollte gerade noch abbremsen, weil du noch relativ weit unten warst. Ah, die. Nein! Shit, bist du noch da? Nein, es tut mir leid. Du nimmst Rücksicht nicht, oh lala. Ach man. Sind wir schon beim Boss? Ja, oh, sehr schön. Was sowieso mehr Leben. Hey, dich kennen wir doch. Recycling! Aber jetzt ein Cheater. Der hält auf jeden Fall eine Gasecke mehr aus. Mhm. Den müssen wir erstmal vordamagen, damit sich was am Balken ändert. Man sieht. Jetzt. Oh, ist das böse. Oh, heute kriegst du mal das Mädel ab. Mal schmal abwarten. Ja, dank der Waffe ist das jetzt. Bis jetzt macht er nichts großartig. Ja, der hält einfach nur mehr aus. Ja, ich muss leider nah ran, krieg dementsprechend immer was ab. Na ja, klar. Hm. Warte. Schöner Sprung. Kann man sich da drücken überhaupt? Ja. Hab ihn. Das war's schon. Der ist super. Dein erstes. Aber warum? Ich habe weniger Punkte wie du, oder? Nee, du hast mehr. Echt? Jo. Ich dachte, ich hätte nur 100, aber anscheinend gucke ich da falsch, okay. Ich habe das erste Mädchen bekommen, Leute. So, ich wollte eigentlich ein Schwarzhaariger, aber dann gut. So, jetzt, hier gibt's so viele Boote. Haben wir so viele Schlüssel übersehen? Es kann sein, dass wir noch Schlüssel kriegen. Ich weiß ja nicht, was da noch kommt. Oh, okay. Da oben wartet auf jeden Fall ein großer Rex. Ja. Okay. Es kann sein, dass das relativ kurz ist, das Spiel. Ja, da müssen wir halt gleich Teil 2 nachliefern, ne? Ja, sehe ich auch so. Aber das Design ist mega geil, das muss ich schon sagen. Das sieht schon geil aus, ja. Ich meine, das kam ja auch relativ zu den Anfängen des Super Nintendo. Wollte ich gerade sagen, also dafür, dass das so früh ist, das Spiel, ja. Ey, was die da rausgezaubert haben, die Entwickler, Hammer. Super.
super, selbst, ja. Selbst auf heutigen Stand, das muss man sagen, da sind viele auf Retro gemachte Spiele, die schlechter aussehen auf aktuellen Konsolen. Das stimmt, ja. Wobei das jetzt ein bisschen buggy bei mir auch sieht, bei dir ja, auch. Ja, leider. Das kann aber am Emulator liegen. Ja, durchaus. Also, auf Super Nintendo sah das bestimmt normal aus. Ja. Jetzt können wir die Räder gebrauchen. Die wären jetzt super, ja. Ach, ich bin ja der, wo unten ist. Ups. Ich hab schon wieder auf dich geguckt. Oh. Ey! Na, oh shit, da stirbt man ja. Ja, super. Das hat sich. Ich wollte gerade sagen, es sieht irgendwie aus, als würde er noch weiter runter wollen. Nein! Oh nee! Was, oh, wow, wow. Wer macht denn sowas? Aber wenigstens das. Miese Trap! Das Steak war's wert. Jo. Raptoren! Die sind ja süß. Leider tun sie weh. Die Waffe habe ich schon, lass ich mal. Obwohl, ich glaube, das waren gar keine Raptoren, das sind sogar. Okay. Egal was es ist gerade in den Abgrund gesprungen. Du bist hier. Es sind auf jeden Fall keine Intelligenz. Nein, 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 nein! Oh, shit, bin ich tot? Ja, ich bin ja tot. Okay, zieh durch. Nein, März. Nein, 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 nein. Ja, oh, gut, gut, gut. Schön weiter droppen, schön weiter droppen. Da habe ich was gesehen. Ja. Gut, ich habe gerade sowieso Invisibility gehabt. Man könnte fliegen! Raptoren, ey, das ist faszinierend. Ha, mein Leben! Das will ich haben. Das will ich haben. Das will ich haben. Hab's! Okay, Boss-Time? Jupp, mit einem extra Leben. Sehr gut. Oh-oh. Oh-oh! Das sieht wütend aus. Hat einen phobischen Hals. Die Brontos waren aber netter. Geschießt. Geschießt. Lalalalalala. Will der sich damit nicht mal verteidigen? Also ich meine ja nur so rein theoretisch. Der kriegt aber wenig Schaden, ne? Ah, jetzt mal. Aua. Aber gut, solange das so selten macht. Hättest du aber nichts gesagt. Ja, ja. Er hat sich nochmal durch den Hals gehen, durch den Kopf gehen lassen. Boah, ey, der kriegt ja gar keinen Schaden. Ah. Er wird schon dunkler. Nein! Verdammt. Ah, ein Leben, das könnte noch klappen. Ja, also cool. Ich muss die Taktik ändern. Jeder hat 5 Leben noch hier. Ich finde das so chillig. Ich kann einfach zugucken und dich anfeuern. Oh. Auf die Höhe, wenn du draus schmeißen. 3. Oh! Ducken! Ducken! Höhemensch fliegt rief! Schlecht Wetter heute! Jawohl, oh, noch eins! Ist schon geschafft. Hab ihn! Super! Gut, dass ich ein extra Leben noch geholt hab! Ja, das stimmt! Ja, super! Läuft doch. Mhm. Wunderbar. Magst du nochmal staten? Jupp. Okay. Das sind noch so kurze Zwischengänge. Aber wie viele Bonuswelten hier sind? Das ist krass, ja. Also, keine Ahnung, wo die Schlüssel verstecken. Ja, hier zum Beispiel. Okay, das ging fix. Eine Belohnung dafür, dass man das überlebt hat. Oh. Leben. Nehme ich. Sehr gerne sogar. Krillin spielt das Spiel jetzt ohne mich durch. Das ist kein Problem. Ja, 3 Leben.
Da haben sie es aber gut gemeint gerade. Absolut, ja. Naja, sonst müsste man es sich teilen, aber jetzt ist das ja gerade günstig. Tschüss! Oh. Die Animationen sind so süß. Oh. Tschüss! Ich glaube aber nicht, dass wir da drauf stehen. Aua, kann? Ja. Invisibility. Was ein Glück. Ein bisschen auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob die Lava richtig tödlich ist, also das ganz rote. Das weiß ich nicht. Ich will es nicht probieren. Nö, lass mal. Schade. Ich dachte, ich überfliege das Level ein bisschen. Einfach durchfliegen, genau, das wär's. Das Feuer nehme ich auch gern. Noch mehr Feuer, okay. Hm. Ich bleib mal bei den Boomerangs, die sind hier besser. Okay. Lololololo. Was haben wir denn da? Oh nein! Böse Eier, böse Eier, böse Eier. Miese Falle. Okay, was ist das? Steinzeitmenschen in der Flugmaschine? Was zum Geier? Ich muss man sagen, also. Ja gut, die waren ja auch mit dem Moped angekommen schon. Stimmt. Das war bestimmt Barmabiton. Ah, bis jetzt komme ich aber ganz gut durch. Oh. Ja. Wenn ich mir das so anschaue, bin ich gerade irgendwie froh, dass ich tot bin. Gutes Ei oder böses Ei? Ja, gutes Ei. So, Boss-Stage, ja. Ja, und noch zwei Leben. Oh, neun. Oh, ein Armadillo. Ein Stegosaurus. Oder sowas ähnliches. Ja, sieht mir eher nach einem Ankylo aus. Musst nur nicht, dass die sich so einrollen können. Eigentlich tun sie es auch nicht. Fliegen können sie eigentlich auch nicht. Aua! Ups. Was so? Kann man den überhaupt damagen, wenn er so ein Ball ist? Nee, ne? Irgendwie nicht. Jetzt wahrscheinlich, ja. Okay. Oh, da hat man nur so kurze Hitzone. Dann gehe ich hier aber lieber auf Schaden. Ah. Ist mies! So mies! Ja. Der ist ja lustig. Ich denke mal, ich habe da schon ein ganz gutes Muster raus. Aua! Sagte er und bekam auf die Fresse. Das waren so die bekannten letzten Worte. Nein! Oh! Die Waffe ist so langsam. Das ist auf jeden Fall ein etwas nerviger Boss. Max Geist ist bei dir. Er beschützt dich in der Mentalität. Der kriegt aber gut Schaden. Oh, wenn man mal treffen darf, dann bin ich es ordentlich, das stimmt. Ja. Und da fliegt er weg. Ja, aber irgendwie, wenn so Bosse sind, ich bin immer so still in den Spielen. Ja, man muss sich ja auch ein bisschen konzentrieren, ist klar, ne? Das ist auf jeden Fall langwieriger Boss im Vergleich zu den anderen. Ja, das stimmt. Okay, also wenn er fliegen geht, kommt er in die Mitte runter. Man darf auch immer nur einen Treffer landen. Das zieht sich noch ein bisschen, glaube ich. Ah, ja. Die nächsten Parts verschieben sich. Da wieder da aufkloppen. Er ist nicht schwierig, er dauert nur. Ja, er ist sehr langwierig halt. Meinst du, eine andere Waffe wäre nicht wirkungsvoller? Morgen scheint nicht so viel Schaden zu machen, ich weiß nicht. Ich probier's mal mit dem Feuer, aber der ist halt sehr langsam, obwohl. Ja. Knochen vielleicht. Vielleicht ist der Knochen ein bisschen besser vom Schaden her und der hat ja auch noch eine relativ gute Geschwindigkeit. Ja, stimmt. Aber das Feuer ist ein bisschen langsam. Okay, das war ein Schaden. Drei Balken. Okay, dann kommt er gleich wieder in die Mitte. Okay. Den kann man gut vorausschauend machen. Ja. Okay, dann fängt er mit neuem an. Jetzt springt er mal woanders hin. Okay.
Ah, stimmt, jetzt ist da oben wieder. Wahrscheinlich die nächste Phase erreicht. Am Anfang hat er das schon mal gemacht, aber... Mhm. Auch mit dem Bunkeroppel. Du bist doch kein Kanickel. Erwischt. Ja, man darf immer nur einmal. Das ist nicht viel. Trevor. Ja. Da dauert es auch ziemlich lang. Ja. Immer noch drei Balken. Ich glaube, der wäre zu zweit auch nicht wirklich schneller gegangen. Nee, man darf ja nur einmal treffen, dann war's ja schon. Ja, aber Muster ist echt gut vorauszuschauen. Das stimmt. Okay, jetzt fängt er damit wieder an. Verschätzt. Also im Vergleich zu den anderen Bossen, ja, der hält was aus. Definitiv. Da ist nichts mit drauf bashen. So gerade noch reagiert. Aber die Drehsprünge etc. kann man auch gut nutzen und das Rollen für so einen Boss. Aber relativ wenig Schaden bis jetzt genommen. Ja, das stimmt. Und nein, ich habe das nicht vorher schon mal gespielt, soweit. Ja, ich definitiv auch nicht. Also, bei mir hat es definitiv. Wahrscheinlich bei der Eishöhle hat es bei mir damals schon aufgehört. Ja, ich kann es verstehen. Das ist dann auch so ein Moment, wo ich wahrscheinlich damals gedacht hätte: oh nee, ne? Letzter Balken. Er braucht bestimmt wieder mehr als einen Treffer. Ja, so 3 bis 4 meistens. Puh. Er ist schon ganz schön rot geworden. Oh, danke, dass du die andere Richtung springst. Das macht mir ganz was leichter. Okay. Meint, dass er nur einmal damagen darf. Na? Aber der ist echt gut auszuweichen. Ja. Nein, nein! Oh, schade. So knapp und doch so... Oh, naja, passiert. Stirbt er halt 30 Sekunden später. Ich denke, nächster Treffer dürfte down sein dann. Ich glaube ich auch. Immer dieses langwierige Rumgehöppel von dem. Erwischt. Sehr gut. Auf zum nächsten. Zieh das jetzt schön durch, ne? Ich lehne mich zurück, ich hab's hier gemütlich. Welches Bonuslevel nehmen wir denn jetzt? Ah ja, stimmt. Oh. Wir haben 3 zur Auswahl. Nehmen wir das letzte? Das letzte ist bestimmt am besten vielleicht. Ich weiß nicht. Na komm, machen wir mal. Okay. Sorry. Aber vielleicht gibt's eine tolle Belohnung. Erstmal ein Boss, wie gemein! Hey, du musst den schaffen, wir haben kein Safe-State gesetzt. Okay. Hä? Das, okay, was war das für ein Bonus-Level? Man kriegt nicht mal was? Doch, du wirst voll geknutscht. Du kriegst voll HP geknutscht, wenn du es geschafft hast. Okay. Gut, ja. Naja.
Was soll's? Geschafft. Oh, das sieht ja cool aus. Ein wahrer Dinosaurier. Aue! Oh, mit Blitzschlägen, wie fies. Ich muss jetzt gerade an Final Fantasy 10 denken, die Donnersteppe. Oh Gott, ich mag die nicht. Er hat's nicht geliebt, 200 Blitzen auszuweichen. Ja, für die Trophäe. Oh. Aber ich muss sagen, schlimmer fand ich das mit den Schmetterlingen. Dieser Bait. Ah, das wäre es gewesen. Ich bleib bei den Rädern, die sind hier gut. Ja. Autsch. Der Blitz ist sehr treffsicher, muss man sagen. Also. Ja. Aber was Blitze angeht, bin ich sowieso ziemlich glücklich. Also, Sea of Thieves soll es ja angeblich eine Rate sein von 2% oder maximal. Und ich bin viermal hintereinander vom Blitz getroffen worden. Ich habe auch gedacht, okay, so viel zur Wahrscheinlichkeit, dass man davon getroffen wird. Ja, ja. Hier wird nochmal alles umgekrempelt. Okay. Oh Gott. Nein! Ich hasse Pixel Perfect Jumps. Das ist furchtbar, ja. Jetzt der Screen einfach nicht nachrückt. Das ist. Auf ins Ungewisse. Und nein! Das war jetzt unfair. Ah, muss ich doch mal wieder mitmachen. Ich hab nichts gemacht. Ich hab nichts gemacht. Das Spiel ist. Gut, nicht. Dass wir sie gesaved haben. Ja. Ja. Ich schwör dir, ich hab das Ding nicht in der Hand. Das ging auch automatisch auf. Hast du das gesehen? Ich hab nicht danach geschlagen oder so. Also. Kann es sein, dass es vielleicht doch eine gewisse Anzahl und dann muss man auf. Nein, ich weiß es nicht. Aber. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall waren wir vorher mal häufiger gestorben in der letzten Runde und hatten dann noch mehr Resets gehabt. Kann echt sein, dass wir eine maximale Anzahl haben, dass es dann automatisch auf Nein geht, weil. Das ist eine gute Frage. Wie gemein, direkt die Blitze auf das Ei. Ja, Moment mal, wie macht man das dann jetzt? Da komme ich ja gar nicht mehr zurück, wenn es jetzt immer auf Nein geht. Ja, ich hoffe mal nicht, dass es so ist. Also ich würde sagen, wir probieren es jetzt erstmal ein bisschen und dann. Ach, das wäre jetzt natürlich ärgerlich. Nein! Okay, wir werden es gleich sowieso nochmal wissen. Ja. Weil ich habe den Controller blöd in der Hand. Ich fasse nichts an. Und schauen wir mal. Ah, das wäre echt gemein. Würde mich auch an sich wundern, weil wir hatten das beim letzten Mal nicht gehabt. Wir hatten da ja viel mehr Continuous Verbrauch gehabt. Meinst du? Ja, definitiv. Okay. Also es wäre ja gar nicht die Abfrage gewesen. Das würde ja keinen Sinn machen. Das macht wirklich keinen Sinn. Okay, schauen wir mal. Nee, siehst du, ich hab nicht nachgeschlagen oder sonst okay. Was. Okay. Oha. Das ist jetzt ein Problem. Das wird hart. Das wird richtig hart, wenn man jetzt keine Continues nutzen darf. Boah. Wie fies. Ja, du musst es leider durchziehen. Also. Ah, oh, shit. Wenn wir das früher gewusst hätten, wenn da irgendwie mal eine, keine Ahnung, eine Zahl stehen würde, von wegen so und so viel Continues, dann hätten wir ja vorab den Save State machen können. Ne? Mhm. Aber so ist es natürlich fies. Ich meine, man konnte es irgendwo ableiten. Ja. Oh, wei. Oh, wei. Jetzt muss ich glänzen. Ja. Ja, sorry Leute, das haben wir uns so jetzt natürlich auch nicht vorgestellt, dass das begrenzt ist und. Das muss ich auch nicht. Ja. Ich hoffe, das ist beim zweiten Teil ein bisschen. Ich meine, beim zweiten Teil müsste das anders sein. Autsch. Beziehungsweise, wir werden dann im zweiten Teil. Noch vorab-mäßig State setzen, damit wir gar nicht erst in diese Bredouille kommen, würde ich vorschlagen. Ja. Dann wird das wahrscheinlich auch ein bisschen mehr zu sehen sein. Ist ja nicht so, also ich bin jetzt nicht so der Überbefürworter für Safe States, aber in so einem Fall ist es halt eine Komfortfrage. Ah, scheiße. Das ist richtig blöd. Das ich schieb grad ein bisschen an den Bildschirm vor. So
eine Nemesis-Stelle wäre das für mich hier, aber auch. Nein! Man sieht, dass der geht so richtig. Ist das bitter? Ist das bitter? Haben wir. Also die können doch nicht einfach dann automatisch auf Nein gehen. Haben wir. Das stand da nicht irgendwo eine Zahl oder sonst wie was? Da stand gar nichts. Und dann ist das vorletzte Level anscheinend. Mhm. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Oh, wenn wir das gewusst hätten, ey. Also wenn wir so richtig jetzt nicht mehr weiterkommen am Verzweifeln sind, dann könnten wir es auch nochmal nachspielen und dann halt immer safe staten, damit das Continue-Problem nicht kommt, aber ja, da müssen wir erstmal Bock drauf haben. Oh wei. Ja, ich versuche mein Bestes. Es ist halt wirklich nicht einfach, das Level. Ja, ich sehe es. Ich sehe es, also. Ups. Oh, Mann, ey. Das war gerade ein Facepalm. Und ich bin so gut in Sprungpassagen. Nicht. Das ist die schlimmste Stelle, ey. Das. Den kleinen Dingern da und der Sprungphysik. Ah. Ist das hart. Ach. Gibt sich ein Cheat mit unendlich Continues oder so? Keine Ahnung, aber möglich zu der Zeit. Gab's früher vermehrt, ne? Ey, weißt du was? Ich guck jetzt wirklich mal nach. Ich meine, das kann uns nur helfen, wenn wir sowas hätten. Ich glaube, auf Easy hat man sogar unendlich Continuous, nur auf Normal nicht. Und wir müssen es natürlich auf Normal spielen. Ich guck mal. Wow. Aua. Ey, wieso kam ich hier mit zweimal? Das war unfair. Wieso tun die andere Dinge? Das finde ich nicht nett. So, schauen wir mal. Autsch. Da läuft das aber so gar nicht. Okay. Hä? Ist das jetzt so zweimal vielleicht da, oder waren eben noch drei? Okay. Also ich sehe gerade nur einen Cheat, damit man Leben farmen kann. Okay. Aber das hilft jetzt gerade nicht so ganz. Naja, mit genügend Leben würde es auch klappen. Also man kann ja die alten Levels anscheinend nochmal betreten und dann sucht man sich ein einfaches fahrendes Leben und dann kann man sich ja rausklicken mit Start Select. Das wäre die eine Möglichkeit. Ansonsten sehe ich da nicht. Nein! Oh, dass ja noch die ganzen Petris kommt bei der ohnehin schon beschissenen Sprungpassage. Nein! Vielleicht geht das auch bei den. Versuch mal, wenn du jetzt auf der World Map bist, geh mal in den Bonus-Level und drück mal Start und Select. Also erst Start und dann Select. Also ein Bonus-Level, wo es Leben gab. Ich geh mal zurück. Also das funktioniert zumindest bei den regulären Levels, aber wäre natürlich noch praktischer, wenn es bei Bonus-Levels funktionieren würde. Ja, ich habe da so ein bisschen meine Zweifel, dass das da klappt. Mal schauen. Nö, leider nicht. Passiert nichts, okay. Das wäre auch zu schön gewesen. Oh Mann, das heißt, ich muss die Sprungpassage schaffen. Ja, spiel mal durch hier. Ist das bitter. Schade, dass man auch nicht irgendwie continuous frei spielt nach der Zeit. Von den Punkten her oder so. Ich guck grad noch, aber. Nein, das ist auch nix. Nein! Wieso ist er nicht gesprungen? Naja, plus minus null. Er wollte nicht springen. Ach Mann, dummer Blitz. Ich nehme aber auch gerade alles mit.
Oh je, oh je, oh je. Oh nee, da gibt's echt nichts, was uns helfen könnte. Da. Hm. Oh dann. Na gut, die lämste Variante wäre da jeden Sprung Safe State, aber. Nein! Ja. Das fängt ja gut an! Oh, ist das gemein mit den Continues, ey. Die hätten aber auch wirklich hinschreiben können, wie viele Continues man hat. Ja, wenn wir das gewusst hätten, dann hätten wir einfach davor immer gesafe stated, dann. Continue. Autsch. Aber dass hier dann noch die ganzen Petris dabei sind, das ist so mies. Ja. Aua! Wieso kommt der mit zweimal? Das Spiel will mich trollen. Okay. Er springt. Jetzt springt er natürlich. Oh. Das kann ja heiter werden. Okay. Nö, also zu den Continuous steht da auch nichts. Aber ich gehe mal davon aus, dass bei Easy wird unendlich Continuous sind oder mehr. Vermutlich, ja. Auf jeden Fall mehr wahrscheinlich. Das müssen wir wohl übel nochmal machen, dann auf Easy einfach durchziehen. Ja. Ich würde dann auch sagen, ich denke, das wäre auch doof, jetzt so auf die Art sich da irgendwie durchzumausern. Ich würde sagen, wir werden den Part dann beenden, werden es dann halt nochmal, aber auf Easy spielen, damit wir genug Ressourcen haben. Es sind ja eh nur noch die zwei Levels, die wir dann bringen wollen. Ich hab's geschafft! Okay, gut. Und jetzt könnte das Level auch mal enden, ne? Ja, nur leider habe ich natürlich vorher noch daneben verbrochen. Mhm. Der Boss, ha? Ja, ich weiß nicht, wie der Boss ist. Knochen-Dino. Knochen-Variante von dem Boss davor. Okay. Wie mies. So da ausweichen. Ja, fällt da eigentlich überall hin, ne? Da hält auch noch so viel aus. Da kannst du eigentlich gar nichts machen, ne? Das ist so mies. Ja. Stimmt. Kannst du nichts machen. Du kassierst die zwei Treffer. Also das ist schon ein bisschen unfair. Ja, irgendwie schon, da man gar nicht ausweichen kann. Hm. Nee. Okay. Ja, gut. Okay. Gut, Leute, ich würde sagen, nächster Part dann wahrscheinlich auch schon das Finale. Aber wir werden es halt nochmal anfangen. Aber auf Leicht, weil wir hätten es gerne auf normal gespielt. Ich denke, wir hätten es auch definitiv geschafft. Aber die Sache mit den Continuous ist jetzt halt echt super blöd. Deswegen, ja. Dass wir da ein bisschen mehr Ressourcen haben. Natürlich können wir jetzt auch entgegenwirken, indem wir vorne ab safe staten, jetzt wo wir es wissen, dass das limitiert ist. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal dann wieder, dann wahrscheinlich mit einem Final Part, sehr wahrscheinlich. Thema. Weil ich denke mal, das war nur ein Level, was danach kam. Ich denke auch, ja. Deswegen macht euch schon mal finalmäßig dann bereit. Aber wie gesagt, wir werden John Mac 2 dann einfach nachziehen, weil das ja jetzt viel zu kurz war. Jo. Das ist wirklich ein super kurzes Spiel. Ja. Okay. Na dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.